Display stellt mit The Glacial Guardian eine weitere Limited Edition von Stefan Keudel vor. 700 Exemplare werden hergestellt und neben den typischen Matt- und Gloss-Effekten gibt es hier neben blauen und grünen Glitter auch noch Neon-UV-Lichteffekte zu sehen. Die Discord-Bewertungen sind überwiegend positiv ausgefallen. The Glacial Guardian ist laut Beschreibung nur der Auftakt einer neuen Miniserie von Stefan Keudel und von daher überrascht es vielleicht auch gar nicht so sehr, dass dieses Motiv in einem relativ engen Farbspektrum dargestellt wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass weitere Motive dahingehend natürlich dann eine andere Farbpalette bedienen werden und zusammen in einer Kollektion dann erst perfekt wirken. Für sich genommen ein gar nicht so schlechtes Display, für meinen Geschmack aber etwas zu eintönig, wenn auch, wie vorher schon gesagt, das beabsichtigt durch ein Set so sein soll, aber für sich einzeln betrachtet hätte ich mir ein bisschen mehr Farbvarianzen gewünscht. Der Drache mit seinen Glittereffekten sowie die Glittereffekte auf den Felsen werden sicherlich sehr gut in Wirklichkeit aussehen. Ob es wieder eine weitere David gegen Goliath-Inszenierung gebraucht hätte, weiß ich nicht. Ich finde es ein bisschen too much mittlerweile, aber ansonsten geht das Motiv für sich so in Ordnung. Die Schwarzlichteffekte könnten hier sehr interessant sein. Immerhin scheinen durch die Effekte im Hintergrund neue Muster erkennbar zu sein und von daher bin ich mal gespannt, wie das in Wirklichkeit aussehen wird. Am Reveal-Stream wurden uns noch zusätzlich weitere hochauflösende Bilder zur Verfügung gestellt, die ich euch hier auch noch zeigen kann. Ich finde, auf diesen Bildern sieht man vor allem die Glitzereffekte viel besser als auf den Bildern der Homepage. In dieser Zusammenstellung seht ihr jetzt alle Motive, die von Stefan Keudel in der Limited Edition und Ultra Limited Edition veröffentlicht wurden. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Display in die Kommentare. Weitere Informationen sowie der Link zum Display findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.